Also krass, ich habe gerade Stimmen gehört. Also richtig wie, als wenn ein Panzer irgendwo an wäre. Ja, uns ging irgendeine Tür zu. Oh, 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 Strom aus, Strom aus, Strom aus. EMF. EMF. Okay, das läuft auf Vertrauensbasis. Also ich wollte das nicht, ich habe den Strom nicht mehr gemacht. Okay, durchzählen. Alle noch da? Eins. Aua, Alter! Oh, hey. Junge! Dante! Okay, wie weit habt ihr es bis zum Sicherungskasten? Seid ihr noch? Lebt ihr noch? Brauch mal. Brauch mal Lebenszeichen. Wo ist Dante? Hörte, siehst du Dante noch, Hilde? Ich bin mit Dante im Team. Du bist mit Dante im Team? Erzähl mir mehr. Ja, wir sind im Team. Ich will auch mitmachen. Kacka. Ja, ja. Die ist gerade echt anders, du. Echt krass, ja. Riecht's nach Holz bei dir? Jetzt nach Holz riecht gerade, dass du Gürtelschlag hast. Okay, Strom ist wieder da. Ja, dann hat angemacht, der kommt. Oh, vielen Dank. Nee, definitiv nicht. Aber wir gingen ein paar Türen zu. Hier gingen ein paar Türen zu. Und das Licht ging eben. Also ohne dass wir einen Lichtschalter betätigt haben, ging ja der Strom weg. Ja, aber ich hatte ja was passiert. Wir hatten aber null Ausschlag an irgendwas. Nee, Ausschlag war nicht. Ich weiß nicht, was Mutti sonst so für Ausschläge hat, aber am Gerät war keiner. Ich habe halt gerade Stimmen gehört, wie als wenn irgendjemand einen Fernseher angehabt hätte. Und da ging mir halt eine Tür zu. Ich weiß nicht, das hast du da eben von Auge gehabt, dann, oder? Ich habe auf jeden Fall komische Stimmen. Ja, habe ich auch gehört. Ganz komische. Leute, wir sind in einem Irrenhaus. Normal, dass wir Stimmen hören. Ja, das stimmt. Was? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das war Dante, der Arsch. Krass. Hallo, was war ich? Vielleicht hat jemand gelacht oder so. Ja, ganz wie der Joker hat gerade einer gelacht hier bei uns. Ja, wieso soll ich. Hä? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, ich weiß, wenn du lügst, Mann. Ich krieg dir gleich die Ziege auf den Hals. Hilde? Hilde? Aber Discord ist gemutet, Mutti. Also es kann. Also er kann es nicht über Discord. Also es kann nicht dann die gewesen sein. Es muss aus dem Spiel gekommen sein. Hilde? Bitte. Nee. Hilde? Hilde? Ich höre dich. Du musst dich sofort immer melden, wenn dich jemand ruft. War eine Kettensäge, das war der Stunter aber. Wie jemand eine Schwepsi? Eine Pepsi? Eine Schwepsi. Eine Schwepsi. Eine Schwepsi, aber eine Schwepsi würde ich jetzt töten. Achso, war scheiße, war töten darf man nicht sagen, das ist eins von den verbotenen Wörtern. Ich will es in einer Rezeption. Rezeption, okay, dann lass uns da mal sammeln kurz. Lass mal zum LKW das mal einen Plan machen, weil ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt vorgehen können. Nee, ich auch nicht. Okay, Leute, wir gehen kurz zum LKW zurück. Und da versuchen wir mal uns einen Plan auszubadobern. Ich weiß nicht, was du hier machen willst. Das ist so riesengroß.
Ja, voll krass. Also wir haben Ausschlag gemessen unten im Keller bei euch. Also wahrscheinlich ist da irgendwas im Keller, denke ich. Kimi 004 sagt guten Abend. Guten Abend, Kimi. Ist das eigentlich die vierte Kimi oder was? Wie viele Kimis hast du denn, ne? So, der Helde muss Zeit haben, wenn er im Chat schreiben kann. Hast du eine Wechselhose mit, Mutti? Puh. Mal kurz im Discord anschalten, oder? Wollen wir nicht die ganze Taste drücken? Ausschlag auf 10. Ausschlag auf 10. Okay, das war aber jetzt gerade. Ja, ist gerade. Komm mit, Hilde, mit dem EMF. Mess mal? Nein, nix. Ich hab die ganze Zeit an, mein Freund. Ich hol schon mal ein Thermometer, warte mal. Fällt übrigens auf 7. Seid Angst vor. Also, wir haben weder einen. Wir haben den noch nicht gefunden, weil sonst wäre Aufgabe 2 schon abgeschlossen. Ja, ja. Aber warum ist es auf 10? Warum ist es auf 10 gestiegen, ist die Frage. Hier wird's kälter, ja, in die Richtung hier. Oh, 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 Angriff, Angriff, Angriff. Raus, 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 raus. Tür zu, Tür zu. Hilfe. Hallo? Scheiße, Scheiße. Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hey, da hast du Ausschlag am EMF, mach das EMF an. Was? In der Ecke verstecken? Was? Und hört auf rumzureden. Boah. Ja. Alter. Wenn da was kommt, muss. Wenn da was kommt, musst du in die Ecke gehen und musst dich verstecken, alles ausmachen. Echt? Ist das safe oder was? Ist das eine safe Information oder ist das? Das ist eine Information, die funktionieren könnte. Alter, ist der Akku, der Typ. Von 100 auf 0. Und von 0 auf 100. Krass, ja, der ist hier aber im Foyer gewesen, gell? Wollen wir Bewegungsmelder hier mal aufstellen? Und das Buch. Kannst du gerne tun. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie man den hinstellen soll. Ich schmeiß den einfach hin, ne? Ich okay, Leute, wir werden jetzt mal ganz kurz. Prina sagt Namen, das ist Mutti. Wir werden mal ganz das Buch. Ich tu mal das Buch reinschmeißen. Legen mal das Buch hier rein. Was sagt Thermometer? 13, 14. Also eigentlich nicht kalt. Oh Mann. Krasse Kiste, oder? Der hat uns am LKW angegriffen, so da hat. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Wo bist du? Ja. Kein Geist. Die musste an der Wand machen. Ah. Hier so am Eingang, also hier so. Also Leute, ich hör hier Stimmen, ist kein Witz, gell? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich höre sie knarren.
Oh, ich... Soll ich wieder famous werden, Alter? Was sind das für Leute? Okay, es flackert, 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 flackert. Wer bist du? Nichts erkannt, der Geist ist noch nicht hier. Nichts erkannt, nichts erkannt. Wer bist du? Mutti, nicht ein, kannst ruhig bleiben, nicht einkacken. Taschenlampen aus, hinhocken. Tür ist wieder auf. Alter! Ich hab das vorhin gehört, dass ich... Du kannst du Spast, Alter! Echt! Ohne Witz! Nee, nee, das war nicht... Doch, Dulkatz war es, Mann! Sound Alerts! Wer kauft diese scheiß Idee? Mir tut alles weh! Okay, aber der hat. Ich habe versucht mit dem zu sprechen, wo er uns angegriffen hat eben, also wo das flackert, da ist nichts passiert. Das wird echt schwierig, gell? Ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Chance hast. Hat das EMF vorhin irgendwas angezeigt, wo du. Nee, hat's nicht, gell? Das stimmt, ja. Das ist echt krass, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wer bist du? Ich denke, im Keller haben wir die meiste Chance, oder? Wollen wir in den Keller gehen? Ich würde sagen, ja. Dann geht ihr jetzt im Keller und Tilo nicht beim Ofen. Lass uns doch einfach alle gehen. Junge, das ist Anfängerstufe, gell? Also Anfänger, die Schwierigkeitsstufe Anfänger. Licht flackert, Licht flackert, Licht flackert. Wer bist du? Nichts erkannt. Oh, der kommt, der kommt. Licht aus, Licht aus. Alles aus. Alles aus. Funkdisziplin. Das Licht aus. Den kann ich hören. Ich kann hören. Ich höre auch. Da ist weg. Oh. What the heck, Alter. Wer bist du? Wer bist du?
How are you? Kennst du ein gutes Rezept für Kürbissuppe? Ja, genau. Wolltest du wirklich wissen, wie es ihm geht, oder wolltest du wissen, wer er ist? Ja, ja, ich wollte wissen, wie es ihm geht. Achso, na dann ist How are you richtig. Ich weiß, ja, es steht so drinnen, es steht drinnen, er soll fragen, wie es ihm geht. Ach ja, stimmt. Ja, Geist, Mutti hat Geburtstag, willst du kommen? Na, Party! Party hart! Bitte zuerst das Geburtstagskind. Und genau! Hat, aber Ausschlag hat keiner gehabt bei irgendwas. Kälte oder Dings, ne? Nee, noch gar nicht. Krass, Alter. Richtig. Gab's nicht einen Geist, der immer, der keinen Ausschlag verursacht hat? War das nicht? Ja. Ich hab nichts gemessen, aber weniger als irgendwie, also das Mindeste waren 13 Grad, das ist doch nicht wenig. Nee, das ist zu hoch, ja. Hier hinten ist eine verschlossene Tür. Wo ist hier hinten, Hilde? Ja, ein Stückchen weiter zurück, dann abbiegen. Komm mal einen Gang zurück, bitte. Gibt's doch nicht. Temperatur. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Das dachte ich mir auch. Ich hab grad eine Tür. Lichter flackern. Lichter? Ich hab gerade eine Tür gehört, die Zugang ging. Lichter flackern. Hilfe, Hilfe. Oha. Okay. Wie sie da sitzen. Ah, oh, Screenshot. Okay, weiter, komm. Dave, hast du eingeschissen? Ja, Mann, sorry. Also, Yonama ist alles zweimal durchgefühlt. Würde ich auch so sagen. Aber der muss irgendwo sein. Ja. Licht flackert. Oh. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Die Lichter flackern. Check. Nicht über Funk sprechen, mit V, bitte. Angst. Ich hör'n. Oh, Dante, du Spast, Alter. Ach, ja. Das kannst du nicht bringen. Nee, echt, ey. Boah, ich bin voll am Klappern. Ja, aber Dante kann nicht unsere Taschenlampen zum Flackern bringen, das geht nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich aus der Geräuschnummer wieder rauskomme. Dachte ich mir, der Geist verschluckt sich halt mal beim Stöhnen. Na, der. Das hat sich aber echt, echt angehört, ohne Witz. Auch keine maulende Myrte. Ja, wie gesagt, The Grudge, ne? Da hört sich das viel genauso an. Ja, eklig. Und ich meine auch, der hat den Sound hier drin auch verwendet. Möglich, möglich, ja. Also Keller, haken wir mal erstmal ab, ja? Würde ich sagen, wie gesagt, hier im Erdbeerkopf ist jede Menge, was wir noch nicht mehr gemacht haben. Ja, okay. Geht ihr gerade
Licht hat gerade geflackert, Licht flackert. Mein Schatz. Dann müsst ihr euch alle auf mich draufsetzen, ist meine Schatztruhe weg. In fort. Psst, Ruhe. Wer bist du? Okay, der ist nicht in der Nähe. Also 3 Meter ist er nicht. Hilde? Ich bin noch da. Okay. Ich weiß noch nicht wie lange. Aber das ist immer gut. Warum? Kimi, das ist die Irrenanstalt, wo wir sind. Yes. Das ist die Irrenanstalt, der Asylum. Asylum. Sind die Batterien alle von der Taschenlampe oder was? Bestimmt. Oh. Hinter dir! Schöne Seekoffer, die hatten, ne? Hier, wo sie ihre Klamotten reinlagen. Ihre Zwangsjacke und die Ersatzzwangsjacke. Und wieder eine Horn. Die brauche ich wahrscheinlich, wenn wir fertig sind. Warum ist Mutti jetzt eigentlich so laut? Schreit die hier rum, ey. Genau. I'm sorry. You're gonna go. Warum sind hier noch so viele Räume hinzu? Na, weil die so gut gesucht haben, die beiden. Ja, sinnvoll. Licht flackert. Arschschritt zu. Ja. Hier, Dave St. Klo. Die Hüfte danach. Wieso fällt die auch öfter mal aus dem Bett? Ja, oder wir sind halt geistig komplett instabil. Das denke ich eher. Also, ja, das kann sein, Alter, das kann sein. Ja, ich meine jetzt im Spiel auch. Ja. Ja. Ach so, ja. Ich wollte den Abend toll ausklingen lassen. Machst du doch gerade. Heute Abend stehe ich im Bett, ey, mit Lichtern, überall Lampen, Kerzen.
Du hast Kerzen im Bett? Oh, Sven. Nein. Für die Brustwarzen beträufelt. Achso, nee, Kimmy ist im Discord-Link-Chat. Alter. Jetzt wird's eklig. Vielleicht sollten wir uns mal eine Bronzetti-Pill nehmen gehen. Ey, ihr war besetzt, was soll das? Scheiß dich aus, Junge. Wie hieß der nochmal? Oh, Lichter. Linda Feller oder sowas. Dave, ich bin verstört, danke. Kein Problem. Wer bist du? Das Lied passt jetzt mal kurz gar nicht. Warte mal, ich mach mal so. Wer bist du? Puh. Das 50, Ding macht einen echt wirre. 50 Minuten, noch keinen richtigen Geistkontakt, gell? Ja, plus minus. Dass mich alle auf den Flur zurückgelassen haben. Ich glaube, wir müssen mal den Namen rufen. Okay, ich habe ihn vergessen. Ich habe von dem Chat aufgetragen, die sollen sich das bitte merken. Chat, bitte, wie heißt der Geist? Hinter dem Mol. Wo ist die Mini-Playback-Show? Du Assi. Wie heißt du? Linda de Mol. Ihr Gebot. Dave, du sollst die Brustwarzen von Sven in den Weg. Ja. Check, copy, copy. Wie bitte? Hat er im Chat geschrieben. Kimi ist verstört und Sven ist geil. Viel Spaß, Mutti. Ich heiße Marvin. Das war auch so ein Witz. Hallo Marvin. Ja, das wird das Flackern, das erklärt das Flackern. Das ist, glaube ich, nicht der Geist. Puh. Wie viele Pillchen haben wir denn? Zwei Dosen, ja. Hey, das wird doch nicht vor mal abdrücken oder wollen wir sterben? Ich habe ja, wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Wollen wir aufgeben? Ja, weiß nicht, wollen wir aufgeben? Ich glaube, das ist noch zu over für uns. Wir haben viel zu wenig Pillen gekauft, ehrlich gesagt. Ja, das wird nix. Hallo? Sind auf dem Rücken. Geil, wenn die Melko will uns mal loszuhören, weil ich habe keine Ahnung, wo das geht. Ich weiß es auch nicht. Gerade zurück. Vorsicht, Aktivität ist hoch. Absolute Funkstelle, bitte. Aktivität runter geht. Boah, Alter, die geht hier von 0 auf 100.
Ich glaube, deswegen brauchst du die Geräuschmelder. Die, Hallo, LKW, wie wär's, wenn Sie uns mal lotsen würden? Danke! Jetzt kannst du zurücklaufen, zurück. Ja, in gegensätzliche Richtung. Ich glaube, deswegen brauchst du diese Geräuschmelder, Alter. Und deswegen brauchst du. Nach links. Alter, Mutti, deine Augäpfel werfen Schatten auf die Wand. Achtung, versteckt euch. Intensität bei 2, Ausschlag bei 2, Aktivität. Boah, jetzt flackert hier meine Lampe. Alter, jetzt flackert hier meine Lampe im Zimmer. Du warst gerade schon richtig sehr im Keller. Negativ, im Keller sind sie nicht. Wo ist denn der? Welcher Punkt markiert denn uns jetzt hier das Auto, Hilde? Dante? So, lotst uns bitte. Danke. Okay, zurück bitte. Nach links. Geradeaus. Jetzt kommst du durch den Raum, einfach geradeaus, immer weiter geradeaus. Immer weiter geradeaus. Nächste rechts. Gang durchlaufen. Ich glaube, da ist zumindest ein grüner Punkt jetzt. Ich glaube, das ist richtig. Das schlachtet uns Dante. Tür ist verschlossen. Ach so, heißt der Geist Marvin. Meinst du echt? Ey, ihr seid sowas von nicht hilfreich. Ich muss mich selber gerade verstecken. Sind wir richtig? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, aber ich denke ja. Immer geradeaus und dann die nächste nach rechts. Aber die Tür ist gerade zu hier draußen. Ist gerade, ob die mich hören? Ja, wir sind da. Nice. Alter Schwede. Die Tür ist zu. Alter, der Geist dreht voll durch hier, gell, Alter. Aktivität ist auf 10. Hatten wir nicht irgendwo die Geräuschmelder aufgestellt? Weil die Melder zeigen gar nichts an, gell? Hört man mich nicht? Punkttest. Doch, ich höre dich. Okay. Puh. Vielleicht sollten wir unsere Fähigkeiten auch noch an kleineren Gebäuden schärfen. Ja. Weil das dauert jetzt schon eine Stunde und wir haben's nicht, nichts geschafft. Ich sag, Fahrer, so. Hat Mutti eigentlich eine geistige Gesundheit von 41? Ich hab einen Ring geschmissen. Weil die ihr Boss auch hat. Scheiß Junkie. Ich sag, ja, ich wäre auch für Abfahrt. Also. Ja, alles klar. Bevor wir jetzt hier wieder den ganzen Scheiß verlieren, weil wir da ja. Rumrennen. Okay, Discord. Verkackt. Super war's. Das war auch komplett anders als sonst, gell? Also, Poltergeist. Lustig. Krasse Kiste. Wir haben jetzt mal aufgegeben, kann man machen. Wir müssen unsere Fähigkeiten, glaube ich, noch ein bisschen perfektionieren, sag ich mal. An kleinerem Haus. Wir üben uns mal an kleinerem Haus. Oh Gott.